bin ich lieber vorsichtig. Komme ich da von hinten leichter dran? Ich glaube ja. Entschuldigung, Ekuli. Einmal bis zum Boden gefallen. Jetzt bitte auftauchen wieder. Hallo. Ist ja einfach Fischmodus aktiviert. Ist wieder verfügbar. Schön, dass mir das auch gesagt wird. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon so war. Zum Inka bin ich. So. Wenn ich mich von hier ran nähere, bin ich näher dran an dieser Markierung. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Schau mal für den Lass es wie ein Unfall aussehen. Kann es sein, dass sie sich nicht wegbewegt? Ich sehe nur diese eine Möglichkeit hier. Wenn er so eine Route hat wie der Typ vorher, wir haben hier 1000 Kräne, dann gar kein Problem. Der läuft da irgendwann durch und dann ist gut. Muss ich einen Aufruhr starten? Ich habe ihn getroffen. Sieht irgendwer irgendwas? Kommt er dann raus? Soll er doch. Der steht ja immer noch. Haben wir irgendeine Art von Problem? Mal hier vor! Da kommst du nicht durch, du Narr! Du wirst leiden! Aber ich hatte Eliminierung doch gedrückt. Ich dachte, dann kann das funktionieren. Oder nicht?
Lebensmittel habe ich dabei. Alle, ne? Meinen sind die jetzt wieder voll. Das hat mich jetzt doch ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Also, aber die Großen kann ich doch mit meinem Messer abschießen, oder bin ich falsch informiert? Ist doch so. Also das stimmt, ich doch ein bisschen nachdenklich, weil ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass das geht. Ich weiß, dass ich mit dem Panzer nicht komme, aber das ist ja mit einer der Gründe, warum ich die Sachen auf Gift gestellt habe, die ich konnte, weil es die einzigen sind, mit denen wir nicht wirklich uns annehmen können. Ja, also die haben eine richtig fette Panzerung. Da geht es nicht, du kannst halt nicht da durchkommen, okay, fair, alles gut. Aber du hast die Möglichkeit zu sagen, okay, ich werfe die mit dem Pfeil ab. Beziehungsweise ich mache ein Attentat, was ja auch nicht das mit dem Pfeil, aber das ist halt, ne, trotzdem so eine Sache von wegen, ja, ich schieße jetzt hier und dann ist die Sache gut. Halt jetzt gerade wieder das ist der Ort, dass ich alle mitnehme. Dein Ernst? Weiter mit dem Weg. Du, es tut mir leid, ich habe dich in Gefahr gebracht. Er ist immer in Gefahr. Er ist unser Freund. Ich war hier immer in Gefahr. So, der ist jetzt aber alleine. Jetzt gerade. Oh nein, ich habe jetzt bewusst kein anderes Attentat. Einen Moment, stehen bleiben! Das ist der Typ, der rausgeht. Aber wie kam der denn dahin? Der war doch gar nicht da. Er geht eben wieder. Waffen soweit sind. Ja, jetzt kannst du sicher Kundschaften holen. Bringt mir auch gerade jetzt total viel. Ja, sehr gut. Ja. Danke, er war orange markiert. Ohne jetzt undankbar klingen zu. Ja, wer wäre dumm genug? Vor allem, wenn ihr gleich sterbt. Die Tür kommt einfach nicht raus, ne?
Aber wenn er nicht rauskommt und da drin jetzt nicht zufällig ein Krug steht. Ich weiß nicht, haben wir hier Krüge? Ich sehe keine. Gerade spontan. Gelaufen für ihn. Also er müsste da raus oder er müsste zu den Feuersachen gehen. Kann er mit denen reden und den da rausholen? Haben wir den jetzt in Aufruhr irgendwie gebracht oder so? Auch tot. Der kommt jetzt wieder und seine ganzen Kameraden sind tot. Ein blutiges Ende nach einigen Missgeschicken. Hm? Ganz ehrlich, wenn er sich nicht bewegt, ich sehe den Grund nicht. Ich gucke jetzt noch einmal ganz kurz, ob ich hier noch Sachen habe, das Haus ist gut, ob ich hier noch irgendwas habe, was ich einsammeln möchte. Vorne wäre noch ganz geil, eigentlich nochmal reinzukommen. Ich probiere es nochmal. Du wirst leiden! Verdammt! Aber du kommst. Und dann. Was ist denn das Pfeil drin? Waffenrad oder nicht? Wie aktiviere ich? Ich bin dich da. Wie aktiviere ich meinen Waffenrad? Hey! Augenblick! Das ich abreißen kann. Das ist wieder ein Typ, den ich bestechen kann. Gut, ich meine, wir haben den Auftrag ja gemacht, ne? So ist es jetzt nicht. Aber ich hab doch. Sorry, dass ich jetzt gerade wirklich mal. Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ich würde jetzt einmal. Nee, es war bei Codex, ne? Ich muss ganz kurz ins Tutorial. Wie komme ich allgemeines Gameplay? Gesundheit wiederherstellen, gutes Blick, Adler, Auge, Taschendiebstahl mit Tieren, Bekanntheit, Bekanntheitsgrad verringern, Reittiere, Schwimmen, Schleichen, Kampf, Gameplay, so. Kampfgrundlagen, Hilfsmittel. Wie komme ich auf dieses Waffenrad? Indem du R drückst und es mit R auswählst. Ja, aber das tue ich doch. Wieder so das ist cool. Ah, da ist er! Es sind neue Aufträge verfügbar. Na toll, kann ich jetzt... Das ist hier Sperrkirchen.
Hier, dieses Rad. Weil ich würde gerne auf das hier umswitchen. Statt zum Beispiel von dem oder dem hier. Weil ich halt eher sehe, dass ich das einnetze. Und da steht halt nur R2 und dann das Auswählen. Aber ich habe nur unten die Sache. Und dann verwende ich das auch direkt. Und mit R1 drücke, schieße ich das dann weg. Also es ist alles gerade ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil das nicht funktioniert. Ich weiß, dass ich schon mal in diesem Waffenrad drin war. Ich weiß, dass wir es schon mal aktiviert hatten. Aber how? Weil auch reindrücken und so funktioniert nicht. Wenn du Feuer fängst, rolle dich auf die Seite hier. Schön, dich zu sehen. So, ja. Schön, dich zu sehen. Ich würde gern kurz deine Weisheit beanspruchen. Sei mein Gast. Jetzt können wir das auch verbessern. Aber das mit dem Verbessern bringt natürlich nur, wenn ich auch wirklich weiterkomme. So, Berserker lässt das Ziel in Rage geraten. Tiefer Schlummer. Weck Ziel nicht auf. Der Schlafeffekt hält endlos an. Also Gift, tödliche Dosis, erhöhte Reichweite. Ich glaube, ich gehe auf so eine Möglichkeit. Das können wir ja jederzeit ohne extra Kosten zu haben verändern. Und das, ich glaube, das werde ich auch noch. Alleine die zu kombinieren wird bestimmt cool. Auch wenn ich mir vorstelle, dass es nicht so ausgeklügelt ist, wie ich das gerne hätte. Wisst ihr, was ich meine? Ich stehe in eurer Schuld. Leb wohl. So, wir sind fast perfekt damit jetzt ausgestattet. Nein, ich wollte die Kurve ändern eigentlich. Drücke R2. Indem du gedrückt hältst. Und mit R auswählst. Rebellen sitzt in Kavallerie. Schon wieder. Warum lassen sie sich immer fangen? Keinen Schaden nehmen, das sind mir die Liebsten. Wird vermisst, man vermutet kriminelle Machenschaften hinter seinem Verschwinden. Auffinden. Mit Ikoni Hilfsquest Ziele. Finde ich eh gerade nicht. Ich bin vor Freude schon vorbeikommen. Leih mir deine Augen. Jetzt ist es weg. Weil dann kriege ich die Info auch, wenn ich drinnen irgendwo bin. Nicht, wenn ich auch draußen bin. So. Ah ja, wir haben noch eine Verbesserung. Die Rostham-Montur. Und wir haben ja auch einen Typen direkt hier, der das machen kann. Das heißt, wir machen das jetzt auch noch. Der eine, jene, welche, der immer vor seiner Hand fegt. Leute, ich bin nur vom Dach gesprungen. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Was hast du da? Bitte, sieh dich gründlich um. Er hat zwei Hände. Aussehensschmiede, ja, aber... Hast du was du brauchst? Für die Monturverbesserung muss ich zur Schneiderin. Entschuldigung. Ich sollte mal weiter. Friede sei mit dir. Ich finde den so cool, wisst ihr. Ich muss da halt immer mal hin. Jemand die Wache! Warum ruft denn jemand die Wache bei mir? Da halla bi ba'd al-adab ya ayyuha al-amna.
Ah, direkt da ist mein Bildnis. Das mir war nicht. Nur so zur Info. Ich muss mal jemanden anstellen, der wenigstens hier dazu mit einarbeitet. Ja, das ist wichtig. War teuer. Wo ist der Kollege jetzt hier? Das ist nicht der. Entschuldigung. Wir sollten uns vielleicht auch mal waschen. Schön, dich zu sehen. Sei gegrüßt. Ja. Schauen wir mal, was du hast. So viel Auswahl. Das glaube ich dir. Eine starke zusätzliche Schutzschicht ist immer gut. Die benutzen wir gar nicht. Die sieht aber fancy aus mit dem Rollending an der Seite. Haben wir irgendwann mal gefunden. Verringert die Auswirkungen illegaler Taten. Das ist leicht und hält doch fast jeder Klinge stand. Gegner hören 100% weniger Geräusche, wenn Bastion sich bewegt. Stille Klinge. Hört 100% weniger Lärm, wenn Attentäter verübt wird. Das mit dem Bewegen ist natürlich allgemein. War's das fürs Erste? Das ist eigentlich praktischer. Ich muss gehen. Gute Reise. Also die Cutscenes hier sind nicht so smooth wie zum Beispiel Hogwarts Legacy, aber die Gespräche so mit den Leuten erinnern mich sehr stark an die Gespräche mit Hogwarts Legacy, was halt alle in dem Sinne von dem Ganzen, wie deren Gesicht dann ist und so. So. Ich glaube beim nächsten Mal, ich guck gerade mal. Ja, also ne, die Verbesserung von Ton zu haben, die können wir auch alle mit rumschleppen, ist ja auch komplett egal. Ich glaube, beim nächsten Mal gehen wir noch einer Auftragssache vielleicht nach. Ja? Ich weiß nicht, da kriegen wir nochmal 2 Fertigkeitenpunkte. Das wäre vielleicht ganz cool, die zu machen. Ah, die haben wir schon angefangen und da haben wir das mit dem Benedikt bleiben halt leider verkackt. Das ist auch egal, wenn man das später nochmal aufnimmt, um halt so zu machen. Rette den Gelehrten, niemanden töten. Das wird schwierig. Auch da niemanden töten. Komisch, wir hatten jetzt gerade auch ein paar, die waren einfacher und wir haben dafür 2 Fertigkeitenpunkte bekommen. Aber hey, das macht man nicht alles. Wir haben halt keinen normalen Aufstieg, was Level angeht. Wie gesagt, eigentlich finde ich das Konzept cool. Weil ich habe nie das Gefühl in diesem Spiel, dass irgendein Gegner mir vielleicht zu schwer werden könnte. Ne? Und wir verbessern uns ja hier auch ganz gut. Das ist eigentlich eine Spinne hier, ne? Adlerspinne und Skorpion. Okay. Achso, ich wollte jetzt wegen dem Hilfsmittel nochmal gucken. Lol. Und jetzt funktioniert's. Verstehe. Okay, Blasrohr. Halte L2 gedrückt, um Blasrohr zu ziehen. Und um zu schießen. Das heißt, Messer und Blasrohr gehören zu einer Kategorie, ja? Und die sind in der Schnellauswahl, weil sie müssen. Die habe ich jetzt nur mal als Beispiel genommen, weil die kann ich so behandeln, ohne dass sie sofort explodiert. Ja gut, aber dann sind wir auf jeden Fall gewappnet. Alles klar. Meine lieben Freunde. Es war mir ein Pionier. Wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich gehe gleich noch ins Menü und speichere und so, ne? Und dann sind wir safe. Wir bewegen uns langsam und stetig. Also ich muss mich immer ein bisschen daran gewöhnen, weil gerade im Vergleich zu Vampir und Horizon passiert immer sehr viel weniger in diesen Folgen. Ich habe nicht das Gefühl, dass das halt schlimm ist oder so, aber das Spiel hat ein anderes Pacing, ne? Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das gefällt ihm nicht. Das ist zu langweilig. Aber hey. Ich mag's, ne? Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Alleine das Worldbuilding, ne? Und dass du so viel Historisches auch mitbekommst. Natürlich weicht das Spiel auch ein bisschen davon ab, aber ihr wisst, wie es ist. Ja. Deswegen würde ich sagen, passt bitte auf euch auf. Habt noch eine wunderschöne Zeit. Und wir sehen uns am Freitag wieder, wie geplant. Und sollte auch wieder um 10 Uhr sein, dann zu Vampir. Alles klar. Habt noch eine wunderschöne Zeit. Ciao.